Ja, meine Damen Hallo? Und Herren, liebe Vertreter der Presse. Ah, Mikro, das ist ja wunderbar. Also ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer fahrenden Pressekonferenz. Sie haben ja uns begleitet jetzt bei der Aktion Fahrscheinloses Fahren hier in Hannover. Und die Piraten setzen sich ja dafür ein, dass in Niedersachsen das als Projekt in die Hand genommen wird und dass wir hier Vorreiter in Niedersachsen sind für ein fahrscheinloses Fahren in ganz Deutschland. Und es gibt ja einige Städte in Europa, die das schon erfolgreich umsetzen. Und es ist jetzt einfach Zeit, dass wir das hier in Deutschland auch machen. Und Niedersachsen soll da Vorreiter werden. Und dafür werden wir uns einsetzen, wenn wir dann am 20. auch in den Landtag gewählt werden. Ich bedanke mich, dass so viel Unterstützung hier kam, auch vom Bundesvorstand. Und ich übergebe das Wort jetzt an Bernd Schlömer vom Bundesvorstand. Ja, hallo, mein Name ist Bernd Schlömer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei. Der Bundesvorstand trifft sich an diesem Wochenende in Hannover und begleitet die kleine Wahlkampfaktion hier in der Stadt Hannover. Es hat uns sehr viel Freude gemacht. Wir haben auch gesehen, dass sehr, sehr viele Piraten heute aus Nordrhein-Westfalen, aus allen Teilen von Niedersachsen hier in Hannover zusammengekommen sind, um diese Aktion zu unterstützen. Ich finde es toll. Es zeigt nämlich, dass die Piraten eine sehr lebendige, freche und kreative Partei sind. Auch eine rollende PK habe ich auch noch nicht erlebt. Insofern ein schönes Erlebnis. Und ich hoffe, dass es auch ein bisschen Erfolg zeigt und dass die Piraten hier auch in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Sie hätten es verdient. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass Niedersachsen beginnen will, dass das Thema fahrscheinloses Fahren aber dann auch für den Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen soll. Und ich übergebe an Michael, der dazu etwas sagen will. Ach, da ist er ja. Entschuldigung, der sitzt so nah, dass ich ihn fast übersehen hätte. Michael, kannst du zum Thema einfach ein paar Ausführungen machen? Hallo, ich bin Michael Melter, der Landesbeauftragte für ÖPNV. Und wir haben in Berlin uns ein paar Gedanken gemacht, was es vereinfachen könnte, wenn die Bevölkerung einfach mehr den ÖPNV benutzt. Haben uns dann von Hannover einladen lassen. Vielen Dank dafür. Also es ist eine tolle Atmosphäre hier gewesen. Wir sind mit unseren Westen rumgegangen und viele Leute haben interessiert geguckt, die Flyer angenommen und wollten dann gerne ein paar Informationen haben, die wir gerne gegeben haben. Und es war also richtig viel Spaß. Und die Leute wollten dann natürlich auch wissen, wie bezahlt man sowas. Und auch darüber haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Diese Fahrscheingebühren oder diese Tickets, die wir jeden Monat bezahlen müssen, sind sehr teuer. Und es gibt einen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Das kann man anders gestalten, indem man einfach sagt, es ist umlagefinanziert. In den meisten Städten, wie auch in Hannover, wird der Verkehr mit 50% sowieso subventioniert. Und das kann man dann halt auch anders gestalten, indem man zum Beispiel die Umlagen und andere Gebühren erhöht mit City-Maut oder City-Tax, dann zum Beispiel Parkzonen, die Gebühren erhöht und damit zum Beispiel den Bürgern ermöglicht, einen neuen ÖPNV zu haben, der nämlich fahrscheinlos ist, wo man keine Monatstickets, überhaupt keine Tickets mehr kaufen braucht und jederzeit überall einsteigen kann. Soziale Teilhabe für alle, nach Möglichkeit barrierefrei und vor allen Dingen unter ökologischen Gesichtspunkten, dass halt also in Zukunft die Autos einfach stehen bleiben können, man überall einsteigen kann, sich keine Sorgen mehr machen muss über irgendwelches Schwarzfahren und Falschfahren und damit einfach eine Attraktivität der Innenstädte, auch für die Geschäftsleute interessant ist, zu erhöhen. Es gibt Modelle in Europa, wie zum Beispiel Tallinn, die das halt angefangen haben, jetzt zum 1. Januar, aber auch kleinere Städte wie das Hasselt in Belgien, die einen Busverkehr haben, wo das gut funktioniert und läuft. Aber auch zum Beispiel die Franzosen haben angefangen, in ihren Innenstädten einige Zonen fahrscheinfrei zu haben und neue Straßenbahnsysteme zu bauen. Das ganze System, das Netz auszubauen, und damit einfach eine hohe Attraktivität zu erreichen. Ja, ich freue mich, dass Johannes Ponada auch bei uns ist und übergebe das Mikrofon jetzt an ihn. Ja, hallo, Johannes Ponada, politischer Geschäftsführer aus dem Bund. Vielen Dank, dass wir dabei sein können hier vom Bund bei der Aktion, die sehr viel Freude gemacht hat, Bernd hat gerade schon gesagt. Für mich zeigt die Aktion wieder, wie neue Ideen um sich greifen.
wie neues Denken um sich greift, wie Menschen erstmal interessiert, aber skeptisch reagieren. Wir haben es gerade erleben können bei uns in den Teams. Aber irgendwie das schon interessant finden, fahrscheinlos fahren, okay, fahrscheinloser Nahverkehr, wie soll das gehen? Und man kommt sehr schnell ins Gespräch, wie wir gerade schon gehört haben. Ich hatte gerade einen Kontakt mit einem Bürger, der hat dann gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich habe, also oft hieß es, ich habe eh meine Monatskarte. Und dann sagten wir, ja, die brauchen sie dann auch nicht mehr. Dann wurden die Augen schon größer und heller. Dann haben sie die Menschen versucht, das zu verstehen. Und einer sagte, ich kaufe mir eh jede Woche meine Monatskarte, Tageskarte, einmal die Woche und fahre ich rein. Und das brauche ich nicht. Und dann haben wir mal losgerechnet und gesagt, okay, was kostet das im Monat? Teurer wäre es wahrscheinlich beim fahrscheinlosen ÖPNV auch nicht. Und so sind wahrscheinlich sogar noch billiger als eine Tageskarte in der Woche. Und so fangen die Menschen an, neuen Ideen aufzugreifen. Ich glaube, das ist ein Bild dafür, wie die piratigen Ideen, die Politik um sich greift. Es dauert eine Weile, aber irgendwann zündet es dann. Und dann wird man begeistert und lässt sich begeistern und am Schluss auch mitzumachen. Für mich ist fahrscheinloser ÖPNV auch ein Zeichen dafür, dass wir Politik niederschwellig, barrierefrei gestalten wollen. Bei uns kann jeder einsteigen, muss nicht erst ein Ticket lösen, sondern er kann einfach mitmachen. Wir versuchen quasi das Netz bereitzustellen und laden alle ein, dabei zu sein. Insofern vielen Dank euch in Niedersachsen für diese tolle Aktion, dass ihr euch im Wahlkampf dafür stark macht und ich freue mich dann auch im Bund, das Thema weiter zu bewegen. Ja, wir wollen uns natürlich nicht nur im Wahlkampf dafür stark machen, sondern insgesamt. Und dazu müssen wir aber im Landtag sein und das ist wichtig. Und was es bedeutet, Piraten im Landtag zu sein, darüber gebe ich an Simone, die wird dazu etwas sagen. Ja, vielen Dank. Simone Brandt aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Im Mai 2012 sind wir dort eingezogen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, Berlin, Saarland, Schleswig-Holstein und dann Nordrhein-Westfalen, dann sieht man, dass Piraten im Landtag gut und wichtig sind. Und deshalb sind wir ja aus vielen Ländern auch heute nach Hannover gekommen, um die Piraten hier in Niedersachsen zu unterstützen, wenn Piraten in Landtagen wirken. Auf einmal denken alle Fraktionen nach über Bürgerbeteiligung. Das Wort Transparenz, auch wenn es immer noch nicht genau definiert ist, wird von vielen aufgenommen. Auf einmal öffnen sich Ausschüsse, es werden viele Sachen veröffentlicht und aktuell zum Beispiel aus NRW haben wir die Veröffentlichung, dass V-Männer in Fußballstadien eingesetzt wurden. Es wird untersucht, wie der Drohneneinsatz in Nordrhein-Westfalen war. Wie Johannes gerade schon sagte, es dauert sicherlich eine Zeit, bis unsere Ideen umgesetzt sind, aber wir merken, dass sich etwas verändert und das ist richtig und gut und deshalb hoffen wir, dass Niedersachsen die Piraten in Niedersachsen es auch schaffen. Ja, Transparenz für uns bedeutet vor allem Politikprozesse sichtbar zu machen. Und ich übergebe jetzt an Katha, die gerne das Schlusswort sagen möchte. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Nokun und ich danke nochmal herzlich vor allem den Organisatoren, die es möglich gemacht haben, diese Aktion hier vor Ort in Hannover zu machen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir nah am Bürger sind, vor Ort, das heißt nicht nur präsent sind in den Medien, sondern auch an Infoständen im Winterwahlkampf. Unser Budget ermöglicht es uns nicht, großartige Säle zu mieten. Deshalb steigen wir ein in den Nahverkehr bei den Menschen, um mit ihnen über Politik zu diskutieren und ihnen auch zu zeigen, dass es bei Politik nicht um etwas Abstraktes geht, sondern um etwas, was den Alltag betrifft. Das heißt, es geht bei Politik darum, wie ich mein Leben gestalten kann, wie ich Freiheit in meinem Leben haben kann, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Und es geht bei der Aktion fahrscheinloser Nahverkehr natürlich auch um soziale Teilhabe und um Inklusion. Das heißt, wollen wir, dass alle Menschen gleichermaßen teilhaben können an gesellschaftlichen Möglichkeiten? Wenn ich mir anschaue, dass in vor allem städtische Infrastruktur viel gefördert wird im Bereich Kultur, es aber im ländlichen Raum nicht immer möglich ist, diese zu erreichen, wenn man nicht über die finanziellen Mittel verfügt oder durch eine Behinderung nicht in der Lage ist, den Nahverkehr so zu nutzen, wie man es gerne möchte, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man an diesem Punkt ansetzt, damit die Menschen endlich teilhaben können an dem, was das Land für sie bietet, an kulturellen Möglichkeiten und damit wir auch unser Sozialsystem in Zukunft gerechter gestalten können. Vielen Dank. Ja, und jetzt sind wir gleich dort angekommen, wo wir auch am 20. ankommen möchten, nämlich am Landtag. Und dort werden Sie die Gelegenheit haben, auch Fotos zu machen. Und erzählen Sie uns, was Sie von uns hören wollen. Dann werden wir die Fragen gerne beantworten. So war es natürlich nicht gemeint. Also, stellen Sie uns die Fragen, die Sie auf dem Herzen haben und wir werden sie gerne beantworten.
Also, bis gleich.